Hallöchen. Ich möchte mit dir reden. Du hast genug Puzzles gesammelt, um den Weg zur Möwenstadt zu öffnen. Ich kann dir den Zugang öffnen. Bitte bring dieses Puzzle zum Altar und drücke A, um die Magie des Puzzles freizusetzen und Gruntildas magisches Siegel zu brechen. Ich sollte mir angewöhnen, nicht immer so schnell wegzuklicken. Ich vergesse immer, was sie gesagt haben. Mann! So. Hüppe! Hüppe dabei! Oh Gott. Miau. Nächste Welt! Nächste Welt! So, da wir alle wissen, wo die nächste Welt ist, gehen wir doch gleich hin. Und ich hätte eigentlich gar nicht da erstmal sinnlos durch die Gegend laufen müssen, weil eigentlich, kriegt man die ganzen Noten in der Overworld hier. Wobei ich schon hier echt sagen würde, dass, Spiral Mountain, also Spiral Mountain, dass es schon irgendwo eine eigene Welt ist, weil man findet hier auch 100 Noten, man findet hier 5 Jinjos mit den Puzzleteilen, man findet durch die ganzen neuen Moves der Welten neue Puzzleteile. Also es ist schon irgendwo, ist die Overworld eine eigene Welt. So, hallo Möwenstrand. Und da war der erste Jinjo und ich dachte, ich bin gerade in einen Gegner gerannt. Diese Muscheln. Ich hasse sie. Ich hasse sie wie die Pest. So. Ich wage mich zu erinnern, dass ich, glaube ich, hier beim Möwenstrand teilweise total wirr gelaufen bin. Und dementsprechend eigentlich... Oh, Eier. Hallo. Du hast ein Nest mit Eiern gefunden. Vielleicht werde ich dir später, wenn du mehr Noten gefunden hast, zeigen, wie du sie einsetzen kannst. Okay. So. Gehen wir erstmal da hoch. In der Hoffnung, dass das jetzt irgendwo richtig ist? Hallo. Entschuldige, Benjo, aber du musst mit Kazumi zurückkommen. Wenn du möchtest, dass ich dir überhaupt einen Preis für diesen Move nenne. So. Spoiler! Wir brauchen Kazooie! Spoiler! Wir kriegen Kazooie! Nein, das ist... Ganz ehrlich, wenn es schon heißt, dass man Kazooie braucht, um den Move zu lernen, denke ich doch, dass es ziemlich... ersichtlich ist, dass wir sie in der Welt dann auch bekommen. Und lass mich, aua! Lass mich in Ruhe! So, na! Gehst du weg! Dankeschön! So, hier gab's nichts mehr. Das ist noch eine Note, 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 Note. Hallöchen. Hallöchen. Note, Note, Note. Hallöchen. Da! Stirb! Hier waren wir gerade. Hüpf! Hüpf! Da. So. Noch mehr Noten. Da ist noch so ein komisches Dingens. Ah. Hey, Bär, ich hoffe, dir war das Muschelsammeln nicht zu anstrengend. Wohlgemerkt, ich hoffe, du schaffst den Rückweg auch noch. Yep, das tue ich und deswegen komme ich auch gleich zu dir. Mein Freund. Wenn ich überhaupt hier zu dir komme? Natürlich nicht. Dang it! Gehen wir halt außen rum, so wie sein braver Bär tut. Hallöchen. So, da bist du ja. Hast du also die wertlosen blauen Muscheln gefunden, was? Nun, dann habe ich auch eine Kleinigkeit für dich. Ich hoffe, es bringt dich weiter. Danke, Ripowski. Gruntilda hat hier irgendwas im Laufen. Mit den Steinblöcken will sie wohl ein neues Schloss bauen. Schande über die Möwen. Aber hey, so läuft's Business. Ich glaube, Gruntis Zeit ist abgelaufen. Und unser erstes Puzzle in der Welt. Yeehaw! So. Ich möchte aber erstmal das Wasser abklappern. Mit dir rede ich gleich, mein Freund. Weil ich, wie gesagt... Autsch. Danke! Cool. Das Ding one-shottet mich. Cool Story. Rums. So.
Alter! Geh mir nicht auf den Nerv! Wow! So. Nein! Nein! Ich will doch nur gucken, ob hier irgendwo Noten sind, die ich einsammeln kann. Sind wir bitte aus dem Weg? Dankeschön. So. Da ist nämlich noch eine Note. Da ist noch eine Note. Da auch. Geh weg! So. Ich habe dich gerade brummeln gehört, aber das ist mir irgendwie gerade ziemlich schnuppe. Wo ist der? Nein, 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 nein. Oh Gott, ich bin so tot. Ich bin so tot. Ich bin so... Ah, rede mit mir. Könntest du mir deine helfende Hand reichen? Ich selbst habe leider keine Hände. Hä? Ich sagte, ich brauche eine helfende Hand, um das glänzende Ding zu bewegen, das die Tür zu meinem Raum versperrt. Falls du mir in das Schiffswrack folgst, kannst du das glänzende Ding behalten. So. Dann gehen wir ihm doch mal folgen. Was aber in der Hinsicht, absolut kein Problem darstellt. Da wir ja, wie gesagt, hier und da Luft bekommen, so wie hier. Weil es auf dem Weg nämlich die ein oder andere Note zu sammeln gibt. Deswegen, wenn man den Weg irgendwo kennt, ist es praktisch. Upp. Nein, mein Freund, nein. So. Wir sterben nicht, wenn wir es nicht schaffen von der Zeit her. Aber wir tauchen wieder auf und müssen eben den ganzen Weg nochmal gehen. Deswegen, hier haben wir noch eine Honigwabe, eine leere. So, dann holen wir uns nochmal... Ich wollte gerade sagen, Leben. Luft! So, die Note hier wollen wir auch noch haben. Die Note natürlich auch. Sonst gibt es hier keine Noten mehr. So. Dann gibt es hier natürlich kein Luftgedöns. Aber hier wollen wir trotzdem noch mal kurz eine Runde rein, weil wir sehen, hier ist ein Jinjo. Und dann können wir auch wieder auftauchen und können zurück ans Land. Damit wäre nämlich der Abschnitt hier auch abgehakt. Du Muschel, lässt mich bitte in Ruhe. Du mich auch. Oh, ich habe eine Muschelphobie. So, hier gibt es noch Noten, die ich haben will. Hier aber nicht mehr. Dann gibt es hier noch einen Move, der mir, glaube ich, nichts bringt. Entschuldige, Benjo, aber du musst mit Kazooie zurückkommen. Ja. Bla, 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 bla. Ah! Ah! Dann gehen wir halt erst Kazooie suchen. So, dafür gehen wir da rein. Grundis Mine! Iha! Klingt doch sehr, nett. Ja, doch. Das klingt unglaublich nett. Also, ich weiß gar nicht, wo hier das Problem ist. Bevor ich aber den Grundtischschalter da dem Hallo sagen gehe, möchte ich erst wegen den Noten gucken. Danke. Es müssten hier unten aber alle gewesen sein, soweit ich weiß. Jetzt möchte ich da irgendwie hoch. Darüber wäre ganz praktisch, ne? So, batz. Einfach drauf. So, dann noch die Note und die Note und rein da! So, gefangene Möwen sind die besten, denn sie arbeiten bis zum letzten. Nun habe ich Kazooie und mache aus ihr Job Sui. Oh, Sisterin. Provo, Grantis, Batterien laden noch auf. Von Tilda muss sich bewegen, damit der Schild funktioniert. So. Ciao, Banjo ist ohne Kazooie Schnabel hier. Kein Zweifel, ich habe einen Schwächling vor mir. Ohne Kazooie kannst du mich nicht verletzen. Du solltest dein Testament aufsetzen. Nein, Grunti! Komm,
Aufgabe nochmal. Bonk. Oh nein, was soll ich nur tun? Oh nein, was soll ich nur tun? Oh nein, was soll ich denn tun? Ups. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ruhe. Ups. Ups. Ah. Bin ich in sie reingehüpft? Hoppa. 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 Es ist simpel. Hüpf. 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 Hüpfer. Ich glaub, dir geht's so gut. Ich kann meine Niederlage nicht glauben. Die Sonne stach mir in die Augen. Der Anzug ist beschädigt. Der Bär hat mich erledigt. Und wie immer tut mir Grundhilda in der Stimme weh. So. Herr Zoe! Herr Zoe! Herr Zoe, bin ich froh, dich zu sehen. Ich habe schon gedacht, dass Grunty ein Monster aus dir gemacht hat. Da, ich bin okay. Benjo, aber wir sollten die Pläne dieser rostigen Hexe vereiteln. Grunty tut alles in ihrer Macht Stehende, um die Vergangenheit zu ändern und sicherzustellen, dass wir uns nie begegnen. Meine Flügel sind schon ganz steif. Und es sieht so aus, als ob du in höhere, als ob du höher springen musst, um an weitere Puzzles zu kommen. Wir brauchen wohl den Seitensprung. Bleib stehen und halte L gedrückt. Und benutze A, um ihn auszuführen. Fühlst du dich auch stark genug, Kazooie? Vergiss nur nicht, stehen zu bleiben, damit ich den Seitensprung ausführen kann. So, damit haben wir einen neuen Move gelernt. Und dementsprechend wollen wir auch erstmal raus. So. Hüpf! Puzzle Nummer 1. Jetzt wollen wir erstmal da hoch. Wow. Hüpf! Leave me alone! So. Und hoppa. Hüpp. Und hüpp. Und hüpp. So. Müsste es hier aber eigentlich gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Yep, das war's hier. Damit hätten wir jetzt auch endlich unsere Kazooie wieder. Hat ja auch lange genug gedauert. So. So. Gab's hier... Hey! Gab's hier nicht irgendwo... Nicht klein genug wäre und ich... Ja, genau. Dafür muss ich, ich glaube, das kann ich sogar jetzt gleich machen, weil die Maus dürfte ich für nichts anderes brauchen in dem Level. Will Benjo sich wandeln? Jo. Die Musik ist so gut. Da kann keiner was dagegen sagen. Die Musik ist gut in dem Level, also... Wow! Also, Level! In Benjos Haus! Mann! So, der Steinbruch ist gar nicht mal so ungefährlich. So, Nummer 1 befreit. Nummer 2 ebenfalls befreit. Du bist mir... Die tun mir aber auch weh wie Sau. So, Nummer 3 hätten wir damit befreit. Dann ist hier noch ein Jinjo. So. Da. Geil. Geil, geil, geil. Ah. Das Schöne ist nur, dass halt in dem Spiel, wenn man stirbt, gehen die ganzen Noten, die man gesammelt hat, nicht verloren. Die Puzzleteile bleiben erhalten. Ergo ist es nicht ganz so ärgerlich, weil... Ich muss sagen, ich mache ziemlich dumme Fehler in dem Spiel. Ich... Oh Gott. Sowas zum Beispiel. So, jetzt muss ich noch einmal getroffen werden, dann bin ich tot.
Ich mache wahnsinnig dumme Fehler in dem Spiel. Aber richtig, richtig... Nein, 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 mein Freund. Komm mal her. Komm. Nein. Bist aber auch ein Hänger, ne? Komm her. Könntest du jetzt... Du bist ein Arsch. Danke. So. Du hast alle gefangenen Möwen gefunden. Wie kann ich dir danken? Indem du mir ein Puzzle gibst. Zum... Zum Beispiel. Danke, dass du meine Freunde befreit hast. Bitte, nimm dieses Präsent als Zeichen meiner Dankbarkeit. Yay. Danke. So. Gehen wir erstmal zu Momo. Und... verwandeln uns zurück.